grundsätzlich die Kombination ist sehr gut. Rüsten, es funktioniert. Düsenwechsler funktioniert. Blech B und Entladen funktioniert. Wir sind mit der Anlage super zufrieden. Metalbau Diekmann GmbH is located in Vechta, Germany. The company was founded in 1946. Mein Name ist Ralf Diekmann. Ich bin 44 Jahre, bin hier geschäftsführender Gesellschafter der Metalbau Diekmann GmbH. Unser Hauptportfolio, was wir abdecken, das ist in einigen Industriebereichen. Wir fertigen für die Fahrzeugindustrie, wir fertigen für den Landwirtschaftsbereich. Und was uns auch sehr verstärkt ist, ist Büromöbelindustrie. Grundsätzlich fertigen wir alle Artikel, die wir aus Blech fertigen können. Das beginnt eigentlich beim reinen Zuschnitt bis hin zu kompletten Baugruppen. Also wir sind da relativ frei. Das, was der Kunde braucht, produzieren wir. Da würde ich bei uns im Unternehmen eigentlich vier Punkte nennen. Punkt 1 ist natürlich die Qualität. Punkt 2 ist die Liefertreue, die immer wichtiger wird. Punkt 3 ist, was für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, diese Erreichbarkeit vom Kunden zum Lieferanten. Das heißt, wenn Probleme auftreten, dass der Kunde die Möglichkeit hat, einen Ansprechpartner pro Kunde als Ansprechpartner zu nutzen. Vierte und auch natürlich nicht unentscheidende ist der Preis, weil wir als Zulieferer müssen natürlich wettbewerbsfähig sein, sonst treten die anderen drei Punkte nicht ins Gewicht. In order to keep up with customer demands, Mr. Diekmann explains why he has installed a new laser machine in his factory. Das war uns sehr wichtig, bei einer sehr kurzen Zykluszeit. Der Hauptgrund war, die Flexibilität und die Produktivität durch diese dritte Anlage zu erweitern. Unser Problem war, dass wir, wenn wir diese dritte Anlage nicht dazu gekauft hätten, wir Probleme auch mit den Lieferterminen bekommen hätten. Und das war zwingend erforderlich, da noch weiter einzugreifen und diesbezüglich eine neue Maschine anzuschaffen. Wir hatten uns im Vorfeld schon mehrere Maschinen angeschaut und haben dann gesehen, die Euroblech 2014 stand an. Wo wir dann auf dem Stand von Armada waren, haben wir zum ersten Mal die Ensis gesehen. Diese Kombination zwischen Fallbahnlage 2 kW und diesem kompakten, robusten Tower, die hat uns von vornherein gefallen. Wir haben selbst auf dem Stand Tests gefahren, wo wir dünne Bleche geschnitten haben, wie auch dickere Bleche geschnitten haben und waren von dem Ergebnis schier begeistert. Und da war unser erster Punkt, wo wir gesagt haben, das könnte eine Maschine für unsere Produktion sein. Ja, nachdem unser Interesse auf der Blech geweckt worden ist, sind wir natürlich nach Hahn gefahren mit eigenen Materialien, um auch das mal wirklich zu prüfen. Der Hauptfokus bei der neuen Anlage lag ganz klar in der Schneidgeschwindigkeit. Des Weiteren haben wir natürlich genau darauf geachtet, wo ist Einsparpotenzial. Und das ist bei einer Fiberanlage einmal bei den Stromkosten sowie auch bei den Wartungskosten. Bei der Schneidtechnik ging es uns vorwiegend darum, möglichst viele Dünnbleche auf diese Anlage zu schneiden. Wir möchten hier schneiden von 0,5 bis 4 mm. Did Mr. Diekmann have any concerns about 2 kW power? Wir haben Tests gefahren, wo wir auch schnellere oder leistungsstärkere Anlagen hatten. Da hat sich uns einfach die Frage gestellt, warum so viel kW für relativ wenig, was am Output kommt. Die Symbiose von dieser Maschine war, dass das eine perfekte Abstimmung war. Die 2 kW Anlage reicht für den Tower aus. Wir haben namhafte Hersteller kontaktiert, wo wir auch Versuche mitgefahren haben. Und es gab für uns keine schnellere Anlage wie diese Anlage von Armada, dieser Tower. War für uns mit Abstand der schnellste.
With the purchase of the Insys, Mr. Diekmann found more benefits than just additional capacity. Let's take a look at some of those advantages. Fiber ist natürlich unheimlich stark im Dünnblechbereich. Und wir haben das hier hausintern so geklärt, dass wir natürlich versuchen, die materialstärksten Artikel im Dünnblechbereich natürlich auf die Fiberanlage zu verlegen, um da natürlich die Gewinnmaximierung an den Artikeln rauszuholen. Sprich, schnellere Laufzeiten. Das ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir wollen ja die Maschine in ihren Stärken nutzen. Und dieses dickere Material schneiden, das ist für uns nur als Not, falls wir irgendwo mal Probleme haben auf anderen Anlagen, dass wir sagen können, wir können uns helfen, um auf dieser Anlage auch dickere Materialien bis 20 mm schneiden zu können. Also wenn man die Insys vergleicht mit den 5 kW CO2-Quellen, ist es so, dass wenn wir Edelstahl schneiden, ist es so, dass bis 3 mm die Qualität ungefähr vergleichbar ist. Bei den Schwarzblechen kann man sagen, dass sie gleichbleibend ist zu den 5 kW-Quellen, aber die Schnittgeschwindigkeit selber im Dünnblechbereich ist im Verhältnis zu den 5 kW-Anlagen deutlich schneller und ab einer gewissen Materialstärke, ab 4-5 mm ungefähr gleich. Eine Automation ohne automatischen Düsenwechsler einstellen der Linse macht keinen Sinn. Man braucht die auf jeden Fall, um auf Mannarm Produktion laufen zu lassen. Ohne dem macht eine Automation keinen Sinn. Furthermore, Mr. Diekmann explains the benefits of the ASFEU automation system. Für uns ist es wichtig, schnell Bleche tauschen zu können. Auch das Beladen der Anlage im Hauptmodus, sprich die Laseranlage schneidet und ich kann diesbezüglich den Tower mit neuem Material füttern. Das ist für uns sehr wichtig und das gibt die Maschine voll und ganz her. Die Kombination Fiberanlage mit diesem Tower ist für uns einfach perfekt. Der Vorteil der Insys ist, dass sie mannarm laufen kann. Die Kollegen brauchen nicht permanent an der Maschine stehen, können sich um andere Sachen kümmern. Ein weiterer Riesenvorteil ist, dadurch, dass wir den Tower angebunden haben, habe ich die Möglichkeit, in der Hauptzeit Material zu tauschen. Das heißt, ich muss nicht gucken, wie lange läuft die Maschine noch, dass ich wechseln muss zu einer bestimmten Zeit, sondern ich kann es flexibel generieren, wie möchte ich die Bleche tauschen. Das ist für uns ein enormer Vorteil. So ist die Zugänglichkeit bei der Armada recht gut gegeben, das muss man einfach so sagen. Die neue Steuerung ist sehr übersichtlich, viel mit Touch, was wir sehr positiv sehen. Man kann relativ schnell Programme einsehen, man kann auch schnell Programme ändern, was für uns auch ganz wichtig ist. Kurzfristig was nachprogrammieren, ohne offline programmiert haben zu müssen. Grundsätzlich die Kombination ist sehr gut. Rüsten, es funktioniert. Düsenwechsler funktioniert, Blech B- und Entladen funktioniert. Wir sind mit der Anlage super zufrieden. We asked Mr. Diekmann about his future plans. Grundsätzlich, dass es so weiterläuft wie jetzt. Dass man teamfähig ist und bleibt, mit uns gut zusammenarbeitet. Für die Zukunft, wir wissen nie, was auf uns zukommt. Wir sind Zulieferer. Armada bietet ein sehr breites Portfolio, dass man schauen kann, wo können wir uns weiterentwickeln. Das ist das, was wir von Armada erwarten, dass wir quasi einen kompetenten Ansprechpartner behalten. Weil wir suchen einen Partner für die Zukunft und nicht ein einmaliges Geschäft.